Hallöchen, grüß Gott, moin moin und fröhliche Weihnacht. Nein, natürlich nicht. Weihnachten ist vorbei. Aber natürlich neben dem Tannenbaum das größte Geschenk, das ich ein Let's Player wünschen kann. Diese absolut professionelle Begleitung. Und zwar Binat, Hallöchen. Hallo Strumpf, er wird von Let's Play zu Let's Play dicker aufgetragen. Ja, so schaut's aus, ja. Gut, also wir haben gerade gemerkt, dass hier neue Bäume da sind. Das ist richtig schön. Der linke ist der Schorsch und der andere ist der Beppo. Also Schorsch und Beppo sind jetzt hier. Wer ist Beppo? Ja, Tannenbaum ist Schorsch und der andere ist der Beppo, weil er ein bisschen, der ist ein bisschen dünner. Also mein nimmt noch nicht so viel Grün dran, aber der Schorsch, das ist der Schorsch. Was beim Schorsch, da ist einiges los beim Schorschi. Okay. Da. Gut, wir wollten auf Tour gehen, ne? Ja, genau. Warte mal, ich wollte kurz gucken, ob ich noch in der Plünderkiste, in der Klamottenkiste noch irgendwas finde. Ich hau nochmal zwei Fische drauf. Zwei habe ich mir noch eingepackt. Ich habe noch zwei Cola dabei. Das ist gar nicht... Ach, meine Schrottrüstung ist so schon am Ende. Naja, egal. Ah, ich brauche noch was zu trinken. Ich brauche was zu trinken und zu essen. Nehmen wir vorsichtshalber eine Medizin mit. So, warte mal, ich kann vielleicht aber trotzdem noch schnell. So. Also ich bin satt, habe zwei Fische dabei. Zwei Fische dabei, ja. Aber wie ging das nochmal? Was denn? So. Das Teilen? Ja, ich hab's wieder. Ja, sehr gut. Okay, ready. So, welche Richtung fahren wir? Fahren. Du bist natürlich, Hallöchen. Ich weiß nicht, wir waren irgendwie gefühlt schon überall, oder? Nee, wir könnten ja eigentlich mal noch weiter raus, aber ich weiß nicht, wie groß die Map ist. Sehr groß, glaube ich. Und nach dem Hotel da hinten? Villa Neutral hatten wir ja schon. Es ist die sogenannte neutrale Villa. Da, da. Binat und Strom machen die Küsten unsicher. Irgendwann muss man tatsächlich nochmal an unserer Insel vorbeischauen, ob die jetzt eigentlich immer noch nicht besetzt wurde, weil da steht ja noch unsere Fahne, ne? Ja. Da könntest du einfach überall deine Fahne draufsetzen. Ja, und dann haben wir hast du die ganze Gegner Welt mehr, erreicht. Ja. Richtig. Vielleicht ist es auch das Ziel, ich weiß ja nicht. Endgame erreicht. Schau mal, was ist das hier? Da ist irgendwas, oder? Da muss immer irgendwas erscheinen, ne, oder? Da ist eine Brücke. Autobahnpiste. Sollen wir mal hier gucken? Ja. Oh, Alter! Ich wollte eine Spitzhacke machen, jetzt weiß ich es wieder. Oh, warte mal, ich würde aber nochmal ein Stück vorfahren. Schön, was? Okay. Weil das ist doch ein bisschen weiter hinten da, die Autos und so. Oh, das ist ja doof mit dieser Tauchflasche, die ist ja gleich leer. Ja.
fortgeschrittene Teile habe ich gefunden. Ja. Yeah. Oh, da stehen mehrere Kisten. Oder? Sieht das nur so aus? Ach nee. Aber die wieder voll. Ne, also bei den Sauerstoff, die sind halt nicht so. Da müssen wir schon echt noch ein paar machen, ja. Ja. Ich bin beim zweiten Tauchgang und eigentlich ist schon Feierabend. Aber mir ist auch gleich jetzt eigentlich leer dann. Sollen wir wieder ein Stück vorfahren, ne? Ja, machen wir, ich bin da dann drauf. Nein. Achso. Dick, dick. Dick. So. Hüpp! Fährt los, ohne was zu sagen. Ich war noch nicht drauf, Mensch. Ich hab dich hochspringen sehen, dachte ich, du sitzt. Unglaublich. Ich fahr da schon mal los, wa? So, dann halte ich hier nochmal an, ich glaub. Okay. Da war noch. Oh, ein bisschen weit drüben. Das ist ein Auto. Ist immer so ein bisschen am Limit, ne? Kennst du ein Limit? Musst du kennen. Sonne unter? Na, ganz toll. Jetzt wird's dunkel. Im Dunkeln ist gut schunkeln. Irgendwie, dass jeder zwei, drei Tauchflaschen hat, also ist das. Ja, mühselig. Einmal rein und. Zappen düster hier. Wir müssen eh wieder zurück, weil es bringt jetzt, glaube ich, nichts mehr im Dunkeln dann zu tauchen. Man sieht eh schon nichts mehr. Ja, Mensch, haben wir wieder gut auf die Zeit geachtet, ne? Wenn wir los sind. Naja. Strumpf, kommst du? Sitzt du? Bist du bereit? Ja, ja. Kann ich fahren? Ja, 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 natürlich. Wir können ja mal ganz kurz einen Zwischenstopp bei unserer Insel machen und gucken. Könnten wir machen, ja. Da gab es ja auch Zitronen oder so. Können wir noch ein paar Zitronen mitnehmen?
Sauer macht lustig, ja. Holz ja, kann man ja mitnehmen. Ja. Pack schon mal die Axt aus. Aber scheint keiner da zu sein. Nö. Kann doch gar nicht sein, oder? Wir hacken hier Holz, das heißt, wir müssen eigentlich schwitzen und wir frieren, also. Scheint nicht so anstrengend für uns zu sein. Wir sind halt voll die Hacker. Die Hacker-Skills. Ach, wie viel Holzstämme ich schon in Spielen gehackt habe und transportiert habe. So dein Ding. Oh, ich habe mal eine Zeit lang sehr viel Guild Wars gespielt. Ja. Und da brauchte man für gewisse Rüstungen und Waffen ganz viel Holz. Und ich hatte schon Holzrouten, die ich mit unterschiedlichsten Charakteren dann gelaufen bin und habe stundenlang nichts anderes gemacht als Holz gesammelt. Holz hab ich's mit Spielen. Weil die brauchtest du dann eben auch in so unterschiedlichen Varianten. Da gibt es halt hartes und weiches Holz. Und Gottes Willen. Ey. Das ist unsere Holzinsel auf jeden Fall. Also ich bin gut mit Holz voll. Ich hab noch ein bisschen. Kann man das nehmen? Schimmern im Wasser. So schön, so schön. Ich habe noch Zitronen geholt, weil es ja auch die Zitroneninsel ist. Ich glaube, jetzt habe ich's. Also ich könnte noch hier das da mitnehmen. Also ich hacke, nicht wundern, ne, falls. Ja, ja, das habe ich auch gesehen, ja. Habe ich auch eine Spitzhacke. Weil das ja immer sich anhört, wenn du hackst, als würde jemand schießen. Das ist ein komisches Geräusch. Als würde man auf den Stein schießen. Nee, ich glaube, wir haben die Insel geplündert, oder? Ja. Eigentlich auch, ja. Können wir wieder warten, bis sie wieder nachgewachsen ist und dann ist jetzt die Plünderinsel. Zitronen- und Holzinsel. Ja. Und ein bisschen Eisen. Huch, so. So, dann heben wir mal, ne? Schon spät. Sandmännchen ist schon vorbei. Ja, schau mal, wie spät wir haben. Gott. Ach. Lenkt sich wie ein Panzer, gell? Ja. Vielleicht können wir auch mal schauen, ein anderes Boot, ne? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht haben wir dann mehr Lagerkapazität und sowas. Ja, irgendwann, ja, wollten wir auch mal
Aber da kann man gar nichts lagern. Aber zum Fortbewegen ist bestimmt auch geil, diese Jetskis. Es macht bestimmt Bock, damit rüber zu cruisen. Bestimmt. Ach, schau mal, die Sterne am Himmel. Und der Mond. Und neben dem Mond ist eine Wolke, die sie jetzt verschwindet. Oh, und es kommt oben drüber eine neue. Das ist die Wolke verschwindende Mondwolke. Ach, schau mal, das sieht doch voll schön aus, wenn man so kommt auf unsere heimliche Blechbude. Ja. Hat ein bisschen was von Robinson Club. Andere würden da viel, viel Geld bezahlen. Richtig, all inclusive. Ach gut. So, ich nehme da mal das Holz rein oder was? Ich habe etwas daneben geschmissen. Huch! Huchala! Das. Also unsere Truhen müssen wir ja nochmal mehr bauen. Die gehen, sind voll. Ja. Oh. Warte, ich habe irgendwas fallen lassen, was in der Tasche voll war. Ja, ich auch. Auf dem Boot drauf. Warte mal, wir haben noch das Schrottregal. Was ist denn das? Chemische Substanz. Ja, also wir brauchen irgendwie vielleicht auch mal ein Lager. Ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Geraffel. Ich weiß nicht, wohin mit den Komponenten. Die waren da hinten bei Gummi und Stoff. Wir könnten doch eventuell hier anbauen noch. Geht es? Da noch anbauen? Und da so eine Lager nur machen? Ja, machen wir klar. Oder hier anbauen? In die Nach Höhle da rein, vorne da. Irgendwie und dann nur. Nur Truhen machen? Ich weiß nämlich nicht mehr, wohin mit unserem ganzen Zeugs, ehrlich gesagt. Ich hab noch die ganze Truhe vor. Ja, das machen wir dann mal. Wir schlafen wir jetzt mal. Nee, wollte ich nicht. Ist ja eh schon spät. Was? Ist ja eh schon spät. Ja, ich bin schon bald wieder früh. Wir haben fast durchgemacht. Ich habe bis 15 Uhr geschlafen. Gott. So, überlegen wir mal, wo wollen wir das anbauen? Ist es vielleicht sinnvoller, hier das anzubauen? Ich glaube, hier ist es sinnvoller. Oh, ich muss erst was essen und trinken. Oh, wir haben kein Wasser. Oh, oh, oh. Da draußen ist Wasser. Oh, Tür. Aua! Strumpf, geh weg! Ich glaub's ja nicht hier. So. Ach, Wasser ist schon drin, gut. Ich glaube, hier oben wäre es doch ganz cool, das anzubauen. Und dann machen wir dann nur... Wo denn?
tun hier? Was sieht denn? Draußen, vor der Tür. Draußen, vor den Toren. Achso, ich habe kein Metall mehr. Da willst du ein Lager drunter machen, oder wie? Nee, obendrauf, dass du von unserem da raus in das Lager gehen kannst. Brauchst du da noch eine Leiter? Nee, von hier, von innen durchgehen kannst. Da innen das wegmachen, hier, und dann kannst du von hier in das Lager gehen. Und dann muss halt das alles drumherum zu. Wie halt nochmal so eine Blechhütte hier. Aha. Ja klar. So, warte mal, ich nehme das nochmal, machen wir mal den Boden hier fertig. Ach, dann brauchen wir ja auch wieder, ne? Also Zwischenstreben, ne? Und mal was testen, ob man irgendwie Truhen auch übereinander bauen kann, dass man mehr haben kann. Ich hätte jetzt hier gar nicht so viel Fenster gemacht. Warum? Um hier alles mit Truhen vollknallen zu können. Stört die Fenster nicht? Ja, willst du Truhen oder Regale? Ja, naja, diese Regale waren ja schwachsinnig. Ja, nicht richtig. Gibt es irgendwie noch andere Truhen? Ja, wir haben da, glaube ich, ein paar. Habe ich irgendwo gesehen. Munitionskiste hätte man zum Beispiel. Hier. Lebensmittelbehälter. Metalltonne. Holzregal. Metallregal. Werkzeugkasten. Hm. Die Frage ist halt, hat es mehr Kapazität? Weil sonst ist halt die Holzruhe das, was man am schnellsten machen kann. Was halt blöd ist, dass so, man kann, glaube ich, nicht mehrere Holztruhen übereinander bauen, ne? Stimmt, ja. Gibt's irgendwie, es gibt auch keinen Zwischenboden oder sowas, ne? Lass mal kurz gucken. Ich will es mal testen. Holzbodenplatte. Metallboden. Metalldach. Metallfundament. Aber den kann man ja nicht so dazwischen, den kannst du ja nur oben reinbauen. Ne, in vielen Spielen kannst du halt irgendwie so, dass du zumindest irgendwie zwei Truhen oder so übereinander bauen kannst. Weil das geht ja hier nicht. Oh doch, kann man. Du kannst mehrere Truhen aufeinander bauen. Okay, das ist praktisch. Dann wäre es ja sehr sinnvoll, die Holzdinger zu nehmen, oder? Weil dann hast du die alle im gleichen und Holz haben wir genug. Und dann würde ich sagen, dann bauen wir da. Warte mal, wir brauchen jetzt wieder diese Pfosten, ne? Machst du schon? Ich habe gerade ein bisschen unsere Wohnung schön gemacht. Die Pfosten brauchst du, warte. Das ist jetzt wichtig. Ja, das ist wichtig. Man muss ja auch wohlfühlen. Wir haben nicht mehr viel Metall, ne? Ja, genau. Wo willst du die haben, damit wir ein Dach drauf bekommen, oder wie? Ja, halt so einen Boden, weißt du, wieder so. Oh, Angriff, 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 Angriff. Toll. Jetzt, wo ich im Baumodus bin. Achso, wir haben noch nicht überall Laden. Wo kommen die denn? Boah, die greifen das Ding wieder an. Warte. Sind denn die? Das sollte doch. Jetzt hast du schön da, wo die Tür hin soll, den Sessel hingestellt, Herr Stromfinger. Unbelievable! Wo sind die denn?
Die versuchen vorne reinzukommen, die machen unsere Wand kaputt. Welche Wand? Aber immer wenn es dunkel wird, ne? Siehst du, ich habe auch nicht viele Bögen. Wo sind sie denn? Und hier kann ich da durchschießen. Und da treffe ich dann das nicht. Ich glaube, man kann schon durchschießen. Noch einer ist down. Ich habe keine Pfeile mehr. Verdammt. Was braucht man aus der Kette? Ich sehe nichts. Kann ich dagegen kämpfen? Ist einer drin? Ah ja, hier. Ach nee, ja. Der hat es irgendwie kaputt gemacht hier, ne? Der ist tot. So, komm, wir müssen raus. Geht nicht anders. Ich sehe zwar keinen, aber... Was hier hin? Oh, die haben hier unsere Macht. Geh nichts! Alles kaputt. Wo bist du denn? Hier. Tot. Hier ist aber noch irgendwo welche. Hier. Tot. Tot. Okay, jetzt wo haben ist meine wir Tasche so. Jetzt? Das ist meine Tasche. Ich bin hier unten. Oh. Heide Witzka, hier alles kaputt gemacht hier. Stumpf, ich habe noch eine Machete gefunden. Die kann ich die kannst du dann haben. Ich habe auch eine. Ah, okay. Okay, das müssen wir dann wieder alles reparieren. Ja, jetzt können wir erstmal schlafen. Voll schon wieder dunkel. Oh, ich habe noch eine Machete hier gefunden, aber die kann ich nicht aufheben, weil mein Inventar voll ist. Ach, da liegt auch eine Machete drin. Na wunderbar. Ach, wir sind so blöd. Wir haben ja Umzugskisten. Wir können den Wasserspender ja umziehen. Da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Stimmt, ja. Habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Stimmt. Das können wir dann nochmal testen. Das ist mir jetzt gerade, wo ich in die Truhe geschaut habe, wieder eingefallen. Uiuiui. Aber die Angriffe sind nicht ohne, ne? Also. Ja, es wird jetzt mehr. Also müssen dann noch reparieren. Uiuiui. Heieieiei. It's not funny. Und Licht muss man hier irgendwie reinmachen in das Lager. Und die Kosten. Huch, das hat mich selber aufgesperrt. Kann man auch mal machen. Ja, es in das Lager kommen. Müssen wir erst noch fertig machen. Das ist ja jetzt. Aber wir können doch gar nicht schlafen. Aber jetzt müssen wir eh erstmal wieder hier außen. Das ist wichtiger. Ja, ja, das stimmt. Das ist klar. Und dann haben wir eh kein Metall mehr. Das heißt, wir müssen schon wieder auf Tour gehen. Ja, wahrscheinlich.
Eieiei. Ein Stressmensch noch. Ein Schlurfe können wir auch noch nicht. Aber dann können wir das nochmal testen mit dem Wasser dann auch. Das umzuziehen. Ja, das stimmt. Ach siehst du, das kann ich ja gleich mal ausprobieren, oder? Warte, ich will vorher was trinken. Ob das gar nicht geht oder ob ich einfach halt mich zu dumm angestellt habe. So. Oder ob man das halt da echt da... Ach, warte mal, wie mache ich das jetzt am blödsten? Meine Damen und Herren, Binat zieht um. In den Hauptrollen Umzugskarton und Binat. Mensch, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, ich Dödel, ne? Dann hätte ich ja auch sind nicht zerstören. Ja, aber ich weiß müssen. Halt echt nicht, weil da vorne halt kein Wasser ist. Ja, vielleicht geht's ja doch, weil es nicht so viel Logik hat, aber okay. Mensch, da überhaupt, es ärgert mich, dass ich da nicht dran gedacht habe, dass man umziehen kann. So, jetzt tue ich mal nur wenig Holz hinzufügen, um zu testen, ob ich einfach mich zu blöd angestellt habe mit dem... Ja, ich habe mich zu blöd angestellt. Okay. Also die Logik ist da ein bisschen weg, aber... Naja, es muss ja nicht mal alles logisch sein. Okay, aber dann ist es da innen geschützter. Ja, ich habe draußen das Podest schon weg. Ah, perfekt. Gut, können wir auch nicht schlafen, oder? Weil wir sind mit der Folge schon wieder durch. Ja. Aber ich glaube, dadurch, weil wir das letzte Mal so spät schlafen gegangen sind, geht's noch nicht. Naja, dann machen wir jetzt... Halt so Abmoderation. Ja, das können wir auch machen. Stimmt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich steck mal den Hammer ein. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also es war wieder. Also wenn wir angegriffen werden, dann scheppert's ganz schön. Ne? Also das ja. Ist jetzt nicht so. Es erinnert mich halt immer wieder an Fadi und Mutti, ne? Also ich weiß nicht. Nicht so schlimm, aber so effektiv sind die. Naja, in der nächsten Folge müssen wir da alles reparieren. Oder wir rufen einfach irgendeinen Handwerker, der kriegt das dann schon hin. Und gut, dann. Das Lager wird gebaut. Richtig, das Lager wird noch gebaut und Licht brauchen wir, dass wir auch irgendwie was sehen, weil wenn es dunkel ist, sind wir nicht, außer diesen Halloween-Kürbis, der irgendwie ein bisschen leuchtet, haben wir ja gar nichts. Genau, also es gibt viel zu tun, packen wir es an. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.